Hallo liebe Fotofreunde, heute geht es um das Wildrock 56mm f1,4 Objektiv, das es für vielleicht auch deine Kamera gibt. Aber vorher wollte ich erzählen, dass wir am 16. September in Wien im Fotostudio sind und dort kannst du dabei sein und mitlernen bei einem Model-Shooting im Fotostudio. Wenn dich das interessiert, dann schau dir das auf unserer Homepage mitzrowski.com einfach an. Darüber hinaus möchte ich euch noch informieren, dass es schon bald unseren Fotowettbewerb geben wird. Und wenn du da dabei sein möchtest und auch dabei sein möchtest, quasi bei der Auswahl der besten Fotos, solltest du auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren, damit du nichts versäumst. Aber nun zum Objektiv Wildrox 1,4 56mm. Dieses Objektiv gibt es jetzt schon für den Sony E-Mount, für den Canon M-Mount, für den Nikon Z-Mount und natürlich auch für meine Fuji X-Mount-Kamera. Das Objektiv hat 490 Gramm und von der Größe her, man kann es wirklich als sehr kompakt bezeichnen. Das heißt, es passt genau zu diesen kleinen APS-C Kameramodellen dieser vier Herstellermarken. Man hat bei diesem Objektiv auch einen Blendenring und das ist wahrscheinlich etwas, das ist von Fujifilm quasi so hineingewachsen zu Wildrox, weil Fujifilm Objektive sehr oft einen Blendenring haben. Und der Vorteil dieses Blendenrings ist, du kannst ihn auch so einstellen, dass du die Blende auf Automatik lässt. Was natürlich in der Streetfotografie von Vorteil ist, wenn man wirklich vollautomatisch schnell schießen möchte. Das Objektiv wird geliefert mit zwei Deckel, hinten und vorne, plus einer Gegenlichtblende, die scheinbar aus Metall ist und die wirklich wunderbar zum Objektiv dazu passt. Wenn sie einmal dran ist, dann ist sie wirklich fixiert. So. Jetzt aber. Also man merkt, dass da wirklich in der Produktion auf Wertigkeit Wert gelegt wurde und das Objektiv selbst ist für mich auf jeden Fall für die Porträtfotografie wunderbar geeignet, aber es hat auch einen sehr guten Autofokus und vor allem Eye-Autofokus, sodass man es auch gerne fürs Filmen verwenden kann. Wenn man zum Beispiel ein Interview aufnehmen möchte, wo die Kamera ein bisschen weiter weg steht, da ist das wahrscheinlich das ideale Objektiv dazu. Was gibt es noch zu sagen? Der Ring hier lässt sich ganz, ganz leicht bewegen. Es gibt hier fast keinen Widerstand. Also wenn man wirklich manuell fokussieren möchte, kann man das beim Filmen hier auch sehr gut machen. Auch auf der Kamera macht sich das Objektiv sehr gut. Und ich finde, es passt wunderbar auch zur Fujifilm XS10 dazu. Aber ich denke, auch bei der Sony, auf der APS-C Sony Kamera, ob jetzt die 6400 oder die 6000er oder die 6600er, kommt das Objektiv sicher gut. Ebenso auch für das Canon M Bajonett bzw. für das Nikon Z Bajonett. Also, mir gefällt's und ich bin mit der Bildqualität dieses Objektivs völlig zufrieden. Natürlich werdet ihr in Zukunft Fotos sehen, die damit geschossen worden sind. Die Blende 1,4 sorgt natürlich dafür, dass wir in der Porträtfotografie hier auch ein wunderschönes Bokeh im Hintergrund erzeugen können. Und für die Videografen ist wahrscheinlich dieser leichtgängige Fokusring auch ein großer Vorteil bei einem Interview.
Das Objektiv kann auch zukunftssicher über USB abgedatet werden. Man kann also in Zukunft auch neue Firmwares auf das Objektiv drauf spielen. Wenn dir das heute wieder gefallen hat, dann freut es mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, unten abonnierst, Glocke nicht vergisst, sodass du auch in Zukunft nichts mehr versäumen kannst.